Was ist Wii? Wii. Mhm. Wii. Mon Baguette est très fromage. Jetzt brauche ich noch. Jetzt soll ich die weiße Wolle zurücklegen. Süßchen. Der Molly scheint wieder zurück zu sein. Nee, der tut nur so. Aha. Hör auf, so zu tun. Skandalös, wie kann er es wagen? Ich hab mal was zu trinken geholt. Aha. Skandalös, wie kannst du es wagen? Zwei Zaun. Oh, ich jetzt einen Baum für. Ich habe hier noch ein bisschen Kaffee. Kalten Kaffee. Na dann. Och, Mensch, Lego. Um Lego geht's ja so. Immer noch schon wieder. Bin gerade etwas enttäuscht, dass es scheinbar ernsthaft eine Reihe namens Lego Minions gibt. Aha. Das wundert mich nicht. Bei Lego wundert mich gar nichts mehr. Ich hab's ja. Wann kommen eigentlich die ersten Influencer-Lego-Sachen raus? Bist du dir sicher, dass es die noch nicht gibt? Ich hab zumindest noch nicht von. Katja Krase so Ich hab zumindest noch nichts von Lego Gronkh gehört oder sowas. Aber von Lego du bist. Nichts. Aber von Lego Babys Beauty Palace. Was gibt's eigentlich so unter Lego Ideas? Aktuell neues. Lego Ideas war ja, wenn ich es richtig im Kopf hatte, die Reihe, wo Leute ihre eigenen Ideen reinschicken und Lego, die dann teilweise produziert werden, genug dafür abgestimmt oder auch nicht. Ja, und die davon nicht, dafür nichts kriegen. Ja. So ist der Plan. Eine Lego-Schreibmaschine. Nicht schlecht. Ist jetzt nicht so, als würde sie funktionieren, aber... Gottverdammt. Für den Preis könnte ich wahrscheinlich eine richtige Schreibmaschine kaufen. Die kostet 200 Euro. Ja. Jetzt will ich's wissen. Schreibmaschine. Wozu zum Henker? Brauche ich 14 Truhen. Lager. Ich hab's ja oben schon gefühlt, 14 Truhen. Aber nur gefühlt. Und nicht wirklich. Ja, hier gibt's eine Schreibmaschine für 203 Euro auf Amazon. Ja, da kannst du dich entscheiden. Ich finde dich gründen pink, aber naja. Mechanische Schreibmaschine auf eBay. Kannst du dich entscheiden, Schreibmaschine funktioniert oder Schreibmaschine aus Lego? Schreibmaschine Mechanik namens Erika. Hallo Erika. Auf der Weide. Blümelein. Was? Nix. Bist du
bist du wieder kurzzeitig 60 Jahre alt geworden? Er hat halt Erika gesagt, so ist. Es hat was getriggert, offensichtlich. Da musste ich gerade ein bisschen singen. Das gute alte Nazi-Lied. Die gute alte Zeit. So. Ich halte jetzt mal die Baumfarm ab. Mach das. Oh, hier oben ist ein Händler gespawnt. Und mit oben meine ich wirklich oben. Schön für ihn. Hier ist ein Creeper. Ich will auf der Bergspitze gern bleiben. Ah, das hat's nicht überlebt. Na. Das ist direkt neben meiner Haustür. Oh. Du musst es nur neu sortieren, das ist halt scheiße. Aber egal. So. Was wollte ich gerade machen? Truhen wollte ich machen. Ne, den bräuchten wir wahrscheinlich noch. So, Truhe. So viel Holz für so wenig Zeugs. Vier Truhen, fünf Truhen, sechs Truhen, sieben Truhen, acht Truhen. Und dann brauche ich noch Fässer. Obwohl ich eigentlich schon Lagerraum bei mir in der Bude habe. Aber was soll das? Stimmt, Lagerraum könnte ich brauchen. Danke für den Tipp. Ich habe schon gefühlt 100 Truhen und 100 Fässer bei mir in der Hobbit-Hülle stehen. Aber gut. Bis jetzt brauche ich den Lagerraum noch für nichts, aber irgendwann vielleicht. Jetzt habe ich ja mein Zeug jetzt auch noch drüben stehen in der Holzhütte. Ach, das ist ja nicht mein Lagerraum. Und heute Vormittag habe ich meinen. Ein Video von mir übersetzt. Englisch. Mit Google Übersetzer. Weil ich es mal anschaubar machen wollte für, weil das Thema ein gutes ist und ich das eventuell auch für englische Zuschauer mal guckbar machen wollte. Du willst also jetzt international erfolgreich werden, ich verstehe schon. Nö, nur das eine Video. Weil es mir echt zu müßig, wenn ich da jetzt jedes Video. Das ist auch ein kurzes Themenvideo, deswegen. Wenn es ein längeres Video gewesen wäre, hätte es auch gelassen. Mhm. Jetzt plötzlich berichtet irgendeine amerikanische Zeitung über dich. Als ob. Wer weiß? Sollen sie machen. So. Wäre mir auch herrlich egal. So ist es halt. Es muss doch irgendwann genug Holz sein. Es ist nie genug Holz. Stimmt auch wieder. Hatten wir irgendwo Schwarzeichen? Fichten haben wir.
eigentlich mein Schwarzeichen holen? Nicht soweit ich weiß. Aber wir wissen ja, wo welche sind. Wo sind welche? 350 Meter weiter. Ich wusste nicht, dass man hier Minecraft mit Metern misst. Ein Block ist einfach ein Meter normalerweise. Aha. So. Viel Gebauer hier heute. Truhe. Und Truhe. Aber 14 Truhen. Nur so wenige. Fässer. Kann ja zukünftig noch mehr machen, falls ich welche brauche. Ah, okay, da brauche ich noch Steps oben. Dann gehe ich mal Steps machen. Nee, das geht ja nicht mit der Schneidemaschine. Schade eigentlich. Sag mal, Zwergi, hast du kein Crafting Table in deinem Haus? Schon. Warum kommst du dann raus zu diesem Crafting Table vor meinem Haus? Weil ich gar nicht erst reingegangen bin. Weil ich gerade auf dem Baumfarm war und. Das schenkt sich im Abstand, glaube ich, nicht allzu viel, aber okay. Ja. Ich guck dir nämlich gerade von oben zu. 5, 6. So 6 Fässer. Das ist, glaube ich, sogar alles. Nee, Stufe, 16 Stufen wollte ich noch haben. Das ging auch noch hin. Und die habe ich schon. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingegangen bin gerade. Links. Okay. Inventar sortieren. Hier. Das Bett ist weiß, aber das juckt auch keinen für den Kenner. Ich bin angekommen. Was machst du denn für Geräusche? Alle. Ich mache alle Geräusche. Aha. Merken wir. Ja, genau. Ja. Ja. Scheint so. Ja. So, meine 5 Ofen, auch so einen habe ich schon unten stehen. Und 6 Fässer. Oder eine Werkbank brauche ich noch, die mache ich gleich. So. Okay. Okay, 12. Ich sehe dich, Prof.
Nee, ist eine Illusion. Glaube ich nicht. So 20 Holz brauche ich dann hier noch. Die Türen kann ich knicken, die habe ich, da habe ich auch schon eine Luke. 20 Baumstamm. Das ist leicht zu beschaffen. Ich wiederhole, was für ein Baumstamm? Ich glaube Fichte, aber ich kann auch hier. Ich nehme hier den einfachen Hals. Einfacher Halb weiter. Weise. Wo ist dieser Weise? Nehme ich jetzt hier. Eiche. Okay, ich habe alles, das muss ich noch zurück. Wörter. Es waren jetzt 6. Jetzt muss ich nur überleben. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Ah, ich nicht. Ich auch nicht. Ich schon. Ich glaube auf dir. Ach ja, und außerdem ist meine Lampe dort gestern kaputt gegangen. Kaputt gegangen ist nicht, aber der Stecker funktioniert nicht mehr wirklich. Vorher hatte ich da so einen Einschalter, so einen Knopf, wo man drauf treten konnte und dann damit man das einschalten kann. Du hast ihn kaputt getreten. Irgendwie oder so, oder irgendwie ist der Schalter von selbst kaputt gegangen irgendwie. Ich muss jetzt halt einfach immer, wenn ich die Lampe einschalten will, den Stecker einstecken. Wenn ich es ausmachen will, den Stecker wieder rausziehen. Das sitzt dauerhaft an. Sure. Ich habe hier so eine Lampe über dem Monitor hängen. Damit ich nicht komplett nur im Monitorlicht sitze. Aber die ist per USB angeschlossen, also. Ich habe alle Lichter aus, es ist dunkel auf dem Monitor und ich habe die Vorhänge zu. Sehr schön. Ich mag dunkel bei Modi. Stoppenduster. Ich kann mal die Vorhänge aufmachen. Immer noch Duster. Ein Prof. Mit einem Pfeil in der Schulter. Ah, hier bin ich. Und da schon wieder ein Zeuge der Jehovas. Und ein Enderman. Was zum Henker ist hier von meiner Tür los? Was zum Henker ist von meiner Tür los? Party, Party, yeah! Ich bin gerade um die Ecke. Moment. Ich höre nur noch einen stinkigen Enderman. Ja. Da hat wohl jemandem ins Gesicht geguckt. Ah, ich sehe die Fackeln. So. Immerhin zwei Skelette beschießen sich gerade gegenseitig vor Zwergis Tür. Was sollen sie machen? Ich bin reingegangen. Ja, jetzt ist tot. Ist immer lustig. Ah, ich sehe das große Haus. Ich sehe zwei Creeper, die in meiner Nähe sind und wahrscheinlich gleich hochgehen. Ich bin auch stumpf. Inventar sortieren. Ah, hier bin ich. 20 davon, 20 davon. So. Das klingt aber jetzt gerade scheiße. Das klingt gerade nach Kettensäge. Wurdest du zersägt, Moni? Nein, aber hier sind gerade sehr viele Spinnen. Und Skelette und alles ist böse. Und Spinnen machen Kettensägengeräusche? Und ich bin wieder zu Hause. Nein, das ist wahrscheinlich dein Nachbar, der den Baum fällt. Um die Uhrzeit? Generell immer. So. Eine Werkbank brauche ich jetzt noch. Wen kriegen die denn noch gleich? Ist viel los hier. Werkbank. Hübsch. Ist mein Zeug noch irgendwo verstauen?
Stelle dafür gleich hochkommen. Ja, da ist sie. Hurra. Ich habe die Spinne gerade durch Fallschaden getötet. Freut mich für dich. Ja, Mensch. Ich bin begeistert. Solltest du auch sein. Und ab runter mit mir. Dann starten wir mal den Keller aus. Das ist aber ja ein runder Keller, den er gemacht hat. Bei mir ist er ziemlich eckig. In Minecraft, was? Ja. Ich dachte, wir bauen hier mit riesigen Kugeln. Aha. Dann abstrahiere ich das hier einfach mal aufs Eckige. Und ich baue die Kanten selbst rein. Geht auch. So ein bisschen Holz. So, wenn wir da Kanten reinbauen wollen, brauche ich noch Stein. Dann mache ich das mal so. Und auch nicht. Ich höre einen Zombie. So, in die Ecken. Ein bisschen Verzierung. Ich abstrahiere jetzt mal. Das ist eine gute Idee. So eine Abgrenzung. Diese Idee. Ich tu's. Hat man hier so einen kleinen Eingang? Ach so, das ist jetzt blöd wegen der Snaps. Dann müsste ich hier meine Schlepps abbauen. Mach das. Sehr schön. Dann passt der Block auch hin. Na komm. Mal von dem Zombie erschlagen. Ja, und? Da ist ein Zombie auf mein Dach gekommen. Jetzt muss er sterben. Der arme Zombie. Okay. Da müssen Schlepps ab. Und schon wieder vom Zombie erschlagen. Was? Wer ist vom Zombie erschlagen worden? Du. Zweimal hintereinander. Ah ja, jetzt! Der Server hat wohl bei mir gerade einen kleinen Lag. Ja. Ein sehr kleinen. Ich bin die ganze Zeit quasi körperlos hier rumgelaufen. Wie es aussieht. Ein Mordefgeist.
Ja, ich kann ja gerade auch mein Zeug nicht wieder aufsammeln. Okay, jetzt müsste alles wieder funktionieren, einigermaßen. Ja. Hübsch. Alles wieder so, wie es sein muss. Und mein Stream hat gerade einen mordsmäßigen Delay. Aber okay. Bin unsicher, ob meine überhaupt noch existiert, von daher. Ja, okay, das heben wir uns erstmal auf. Hast du keinen Kontrollbildschirm? Nee, warum? Um zu sehen, ob er noch live ist. Ich finde mich doch nicht mal selbst auf Twitch. Soll ich da irgendwas nachkontrollieren? Bei mir fliegt gerade ein Hubschrauber vorbei. Also alles wie immer. Ja. Was machst du da, weh? Wee, Luigi. Prof mutiert zu Waluigi. Aha. Und die Wände macht er also mit Stein. Oder wie? Oder was? Oder wann? Oder warum? Oder wie? Steinwände klingen sinnvoll. Scheint mir so. Meine Wände sind ja schon voller Stein. Kann ich sie dafür nutzen? Um hier noch Reste auszubessern. Sowas zum Beispiel. Ich sollte mal eine Spitzhacke mitnehmen. Ja. Spitzhacken sind gut. Spitz die Hacke. So, die Wand dann mal hübsch machen. Das ist die Mission. Erde. Dreck. Auch Dirt genannt. Schmutz. Beschmutzt, beschmutzt, beschmutzt. Und das ist die erste Spitzhacke hinüber. So muss das sein. Ich frage mich, wozu ich den ganzen Bruchstein laut Anleitung brauche. Werden wir gleich noch sehen. Zum Bauen, wenn ich raten müsste. Als Verzierung ist es wohl nicht schön. Nicht so gedacht. Der Prof dreht schon wieder durch. Es ist spät, lass ihn. Wieder, immer noch. So, der Boden. Die Frage ist, wann dreht Prof mal nicht durch? Yeah. Ich habe ein Skelett vor der Haustür. Prof, ich bezahle dich nicht dafür, dass du nicht durchdrehst. Du bezahlst sie noch nicht. Sag ich doch. Hab ich doch gesagt.
Ei. Kann das sein, dass der gebrannte Stein hier angegangen ist? Das was? Dass mir der gebrannte Stein angegangen ist. Der gute schwarzgebrannte. Ist aber nicht gut. So mag ich meinen Stein auch am liebsten. Was machst du in meinem Haus? Gucken. Keller gucken.